Mailand im Lockdown. Bilder der italienischen Millionenstadt Mitte 2020. Und auch in diesen Tagen ist die Corona-Pandemie allgegenwärtig. Es wird ein Champions-League-Spiel unter speziellen Vorzeichen. Am Mittwochabend spielen die Fohlen hier ihr erstes Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison bei Inter Mailand. Ganz ohne die Stimmung, die noch vor gar nicht so langer Zeit auch von den Fans der Fohlen in Europa verbreitet wurde. Trotzdem wünschen sich unsere Jungs natürlich eine magische europäische Nacht. Im Endeffekt freuen wir uns natürlich jetzt auch auf die Champions League. Die Fohlen wollen am Mittwoch alles geben und den Fans, die nicht mit dabei sein können, trotzdem eine Freude machen. Die letzten Begegnungen mit italienischen Teams auf italienischem Boden liefen übrigens ganz gut. 2017 Europa League beim AC Florenz zum Beispiel. Die Fohlen drehten einen 2-Tore-Rückstand. Seit 2015 bei Juventus Turin zeigten die Fohlen in der Champions League Gruppenphase eine gute Leistung und hielten ein 0:0. Im Borussia Park stand es am Ende 1:1. Und auch jetzt gegen Inter Mailand haben unsere Jungs einiges vor. Am Mittwoch ist es natürlich nochmal eine andere Aufgabe. Eine sehr erwachsene Mannschaft, physisch, fußballerisch stark, hohe individuelle Qualität. Inter musste zuletzt in der italienischen Liga eine Niederlage gegen den Stadtrivalen AC Mailand hinnehmen. Davor wurde in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Die Fohlen wollen dagegen halten und ein weiteres Mal auch auf der europäischen Fußballbühne zeigen, was sie können. Thank you.